It's okay. Go ahead, he's a doctor. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Come on. She weighs about as much as a sack of flour. We can take her if it comes to that. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? To find my friend Krista. Forget it. You won't get 5 feet. Look, I don't know what the hell took a bite out of her, but still, she's just a kid. Worst case, she turns, and we can deal with it. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. It was a dog, you'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Because it's safer this way, then I'd rather be sure. Yeah, safer. I can't believe this. Tito. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Ja, wird spitze hier. Ganz großartig. Seh's schon. Na, große Klasse, ey. Okay. Hier hingen mal Werkzeuge, so viel ist klar. Ist das eine Angelbox oder was? Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Mhm. Okay, und da sind Nägel, lass mich raten.
Okay. Was ist das denn? Bügelbrett? Ah. Scharfe Kante, aua. Das ist, glaube ich, eine blöde Idee, da zu ziehen, wenn da so ein scharfkantiges Ding oben drüber hängt. Aha, ja, das sind ja noch andere Sachen. Ja, sehe ich ähnlich. Was zur Hölle macht man hier mit so einem... Ach, ein Hammer ist das. So, wir können auf den Table... Genau. Ach, komm schon. Das war überhaupt nicht abzusehen, dass das passiert. Warum ahne ich gerade, dass hier irgendwann ein Zombie reinlatscht und die typische Cartoon, ich latsch auf ein Rechen und hau mir den Stiel gegen den Kopf, Situation kommt. So, probieren wir es mal mit dem Hammer. Ich sehe es kommen. Ich sehe kommen, was jetzt gleich passiert. Wir hauen uns den Kopf gegen das Ding da oben. Ach so. Okay, ich dachte, sie will da was anderes machen. Ich dachte, sie will sich jetzt selber verarzten. Find a way into the cabin and obtain a needle. Okay, ich brauche eine Nadel, Desinfektionszeug, Bandagen. Na, hallo, erstmal durchgucken. Das Fenster da hinten sieht anders aus. Ja, aber das da hinten ist ja noch höher, da kommt sie ja gar nicht mehr hin. Ich meine, ich kann es probieren, aber wie? Ja, war klar. Okay, damit sind Fenster eigentlich so ziemlich aus dem Spiel. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist jetzt nicht so. Habe ich den Hammer noch dabei? Ja. Okay, die Zeit wäre günstig, Madame. So, ich befürchte leider, dass ich hier unten nicht die Einzige sein könnte. Meeting in 5 minutes. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Fine. Dass man nicht hier vorher nicht mal guckt. Sehr gut. Gucken kann, wollte ich sagen. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Den Teufel werde ich tun und da reingehen. Ich will woanders hin.
we know she could be connected to Plaza. Come on. There's no way. She could be. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. Whoever she is, they'll probably come looking for her. Okay, vergiss es. Uninteressant. Die labern sowieso nur irgendwas von wegen, dass ich schuld bin. Ich brauche denen da jetzt nicht dringend zuzuhören und noch erwischt zu werden bei der Scheiße. Es gibt gerade wichtigere Sachen zu tun als das. Okay, was wir wissen ist, dass Sarah, ich schätze mal die Tochter, irgendwo hier unten noch oder oben, wie auch immer, rumsitzt. Nicht gerade leise, so ein Heißhaus. Und schon wieder, man muss einfach die Türen aufmachen. Bevor man weiß, was dahinter ist. Statt vorher mal zu lauschen. Genau das. Es war so klar, dass ich ausgerechnet sie finde. Help me. I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. What are you reading? A book? What book? I like books. It's called The Gurgles. It's about transdimensional body snatchers. Cool. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it with. Bandages. And I need to sew some of it up. It's too deep. My dad says we're out of real bandages. But I know where to get something to clean it. That's what this supplies. I'll help you. Good. Thank you. I'm Sarah. I'm Clementine. We're friends. Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old. And that's it. Yes. We are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. Do you promise or not? I promise. Me too. Friends. A pinky swears forever. I'll see if I can find the stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. I think this is it. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry. I won't. Thanks, Sarah. Wo dann? Ach so. Bandages. Ich kann mir doch einfach ein bisschen Stoff abreißen und das als Verband benutzen. Das macht doch... Macht auch keinen Unterschied. Also zwei Sachen zu diesem Schwur mit bester Freund. Ich wette mit um alles in der Welt. Es gibt zwei Varianten. Entweder sie verrät mich gleich. Und damit ist das Ding gehalten. Oder, zweite Variante. Irgendwann kommt ein Moment, wo man sie töten muss, weil sie sich verwandelt. Oder sowas in der Art. Okay, da könnte man das drin machen. Das wäre eine Möglichkeit. They have to have medical supplies around here somewhere. Weil ich weiß jetzt nicht. Okay, muss ich mir aussuchen, wo ich hingehe?